Wenn man den Film heute sieht, denkt man ja, das ist er, das ist Fassbinder. Und dass der Volker das so früh begriffen hat, was dieser Mann in sich hat und was er darstellt, das ist schon genial vom Volker gewesen. Ich fand das faszinierend, wie jemand das schafft, obwohl er den Brecht nicht beschädigt hat, doch das so zu sich rüberzuziehen. Jetzt schmiere ich den vierten Tag das Papier voll mit rotem Sommer. Bleich, wild und gefräßig. Und kämpfe mit der Schnapsflasche. Hier passierten Niederlagen. Aber die Leiber beginnen an die Wände ins Dunkle, in die ägyptische Finsternis zurückzufliehen. Ich schlage sie an die Holzwände, aber ich darf keinen Schnaps trinken. Und er war so diszipliniert. Ich meine, er musste undiszipliniert spielen. Er war ja ein undisziplinierter, anarchistischer Mensch als Rolle. Aber er selber war von einer solchen Disziplin. Der kam morgens an, hatte den ganzen Text. Und es waren ja nun schwierige Texte. Ja, also die auswendig zu lernen, das lernt man nicht mal schön morgen, wenn man schnell noch mal nachguckt, was habe ich da zu sagen. Das musste man wirklich. Und er hat zu dem Zeitpunkt einen Film geschnitten. Er hat ein neues Drehbuch geschrieben und hat noch ein Radiohörspiel geschrieben am Abend. Ja, und wir fingen ja um 9 Uhr an zu drehen. Also er hat so gearbeitet, wie er ja dann später auch immer gearbeitet hat. Man hat sich ja immer gefragt, wie hat dieser Mann 4 Filme im Jahr drehen können, weil er eben diese unglaubliche Disziplin hatte. Und er hat, das fand ich auch irgendwie sehr sympathisch von ihm, dass er versucht hat, sein ganzes Antitheater damit reinzunehmen. Hanna Schicula und Irm Hermann und seine ganze Truppe hat er ja da untergebracht. Ja. Da haben die endlich mal ein bisschen Geld verdient, weil bei Fassbinder verdiente man ja nichts. Die haben alle gespielt für ihn und weil sie zusammen sein wollten. Und überhaupt, dass der Anfang war von ihrer aller Karriere. Es ist Liebe da zwischen Himmel und Boden. Warum seid ihr so feig? Wenn man so ein Draht zueinander entwickelt hat, was wir dann gleich auch irgendwie zustande gebracht haben, obwohl ich ja gemerkt habe, dass er schwul ist und eigentlich für Frauen gar nicht so viel übrig hatte. Das merkte man auch, wenn man mit ihm spielte. Also das war jetzt nicht der übliche Mann, der eine Frau anguckt. Ja? Aber dadurch war es besonders aufregend auch. Es wird dunkel und du riechst mich. So ist es bei den Tieren. Jetzt gehörst du den Windweißen. Lass mich. Ich heiße Baal. Lass mich.